Und er muss wohl mal aufs Klo. Sehr gut. Und kannst du deinem Kollegen... Sehr gut. So. Gucken wir mal, was wir jetzt noch machen müssen. Nach alles wieder in den Griff zu kriegen. Birdie sagt, dass der Stripclub-Besitzer Dom Osmond Blake Dexters Informant ist. Er hat den Waffenhändler auf Victorias Spur gebracht. Ich werde ihn aus dem Spiel nehmen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Persönliche Anmerkung. Birdie hat mir diese Information nicht gegeben, weil er ein gutes Herz hat. Er würde durch Osmonds Tod viel gewinnen. Dieses Bündnis ist sehr zerbrechlich. Ich muss vorsichtig sein. Okay, Osmond muss Informationen über Victorias, über Victoria gesammelt haben. Ich brauche Zugang zu seinem Büro im oberen Stockwerk. So, wollen wir uns ja noch umziehen. Sind wir jetzt Staffman. Natürlich. Was haben wir denn hier? Videokamera. Hier geht es gar nicht hoch. Mist. War das doch nicht so schlimm, mich umzuziehen. Ich zieh mich mal lieber wieder um. Hey, immer rein, Bruder. Bei uns spielt die Marke keine Rolle. Personalbereich voraus. Da geht's dann wahrscheinlich hoch, ne? Hier gibt es ja auch noch einen Weg. Okay. Timing ist alles.
kann man die Disco-Kugel runterwerfen. Niemand. Ist sogar niemand. Was auch immer es war, jetzt ist es weg. Jo, so sieht das aus. Was ist jetzt passiert? Eine Schlüsselkarte. Wir haben doch alle die Geschichten gehört. Ich dachte, es wäre nur ein Gerücht. Naja, um uns klein zu machen, damit wir uns wehren. Als könnten wir einfach verschwinden, ohne dass es jemand bemerkt. Oder dass es jemand interessiert. Hui. Hoffentlich muss ich jetzt nicht zum Kleiderschrank. Ich telefoniere die erstmal. Genau, mach dich für die Show fertig. Telefoniert noch? Huch, was soll denn dein Stimmen? Bleibt die wohl die ganze Zeit hier oder wie? Kann die sich mal nicht noch irgendwie verdrücken? Denn die hier rum? Muss die nicht irgendwie ihre Arbeit machen oder sich umziehen oder so?
ist ja gerade ein bisschen doof. Ja, da bleibt uns nicht anders übrig, als jetzt hier rauszugehen und die umzubringen. Anscheinend geht's hier nicht weiter. Das sind alle misstrauisch geworden. Warum auch immer. Eventuell. Leid. Ging jetzt nicht anders. Okay, meine Tarnung ist aufgeflogen. Gut, hat man die Situation gelöst? Wow. Ist doch glimpflich abgelaufen, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ich komme jetzt da hoch.
nicht vielleicht. War ja nicht so klimpfig. Mit Instinkt könnte ich vielleicht noch da hoch. Genug Instinkt habe ich ja eigentlich. Okay, das hätten wir geschafft. Was es hier drinnen noch Schönes gibt. Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Ach, Pistolenmunition. Cool. Ziel verändert. Eingehende Nachricht könnte nützlich sein. Ja, hier ist Wade. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunigst die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wittert ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu ihm. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückter als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an. Ja, und ob wir das schaffen, noch rechtzeitig zu ihm zu kommen? Ich bin mir da nicht so sicher, aber vielleicht ja doch. Das werden wir dann aber erst im nächsten Teil sehen. Bis dahin, ciao, ciao.